Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Runde Days Gone. Ja, wir haben ja das letzte Mal hier jetzt beendet. Wir brauchen hier auf jeden Fall jetzt immer noch Sprit. Eine Sicherung. Moment, da war doch eben der Spritkanister drauf. Wo habe ich den denn fallen lassen? Ich Depp. Hier liegen auf jeden Fall noch ein paar Tote von denen. So, sehr schön. Wir brauchen immer noch, was war denn das jetzt? Eine Sicherung, Benzinkanister und ach ja, den Tunnel sollten wir auch noch suchen. Ich glaube, den Tunnel habe ich gefunden. Ach, den Tunnel, den Bunker habe ich gefunden. Der liegt, glaube ich, Da hier ist drin. er. Da ist er. Durch die Lücke. Dann gehen wir jetzt erstmal in den Bunker. Und ja, gucken mal, was wir hier noch finden und kriegen. Aber ich weiß nicht, warum so ein Bunker in einem Nero Außenposten ist. Aber ich frage gar nicht mehr. Aber ein besseres Versteck gibt es eigentlich gar nicht. Ehrliches. So. Dann direkt hier Eine mal Karte. Sieht aus, als hätten sie ziemlich viel markiert. schauen. So, das Hinterhaltcamp haben wir jetzt irgendwie. Paar Faktorbombe, Papiere, okay. Notizen zum Bauen. Oh ja. Sehr schön. Ja, ich liefere irgendwann den ab. Die Munition ist voll. Die ist auch voll. Und die ist auch voll. Sehr schön. Sonst gab es hier nicht viel, ne? Sieht nicht so aus. Dann gehen wir wieder hoch. Dann suchen wir jetzt den Benzinkanister, den ich Depp hab fallen lassen und nicht mehr weiß wo. Die Sicherung. Irgendwo muss es eine Sicherung geben. Ganz definitiv. Wird dunkel. Ist es wieder nicht meins? Menno, Leute, wo habe ich denn eben den Benzinkanister fallen lassen? Ja, ich bin heute auch nicht wirklich so die hellste Kerze auf der Torte. Ich habe gerade keine Ahnung, wo der Scheiß-Benzinkanister da ist. Aber wie war das? Wer sucht, der findet. Da oben ist ähnlich Munition. Erste-Hilfe-Gedönse. Hatten wir den Benzinkanister draußen und zum. Ah, guck mal da. Er liegt da. Da, 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 da. Ich hab ihn. Wäre ich nicht gerade dran vorbeigelaufen? Egal. So, erstmal Ist füllen er. hier. So, das Ding haben wir Sonst. jetzt voll gemacht. Da brauchen wir, glaube ich, immer noch die Sicherung. Ich weiß nicht, wo die sein soll. Aber wir gehen jetzt erstmal unser Nein, Moped nein, ich auffüllen. muss wieder zurück. Ja, gleich. Moment. Wir müssen jetzt erstmal das Moped tanken. So, obwohl, ne, hätten wir gar nicht gemusst. Sind nur 6%, aber egal. So. Da steht fallen lassen. Space-Taste drücken, habe ich getan und der macht damit irgendwelche Kunststücke. Naja, egal. So. Ja, stelle die Stromversorgung wieder her. Versuche ich ja gerade. Wenn ich wüsste, wo anscheinend. Na, hier? Nee. Ach, da ist noch ein Benzinkanister, siehst du. Jetzt finde ich ganz viele Benzinkanister, die ich eigentlich gar nicht brauche. Ich habe keine Ahnung.
Ja, hier ist sie nicht. Irgendwo da soll die Sicherung sein. Moment, ist das vielleicht die Sicherung? Nee, das ist ein Lappen. Gut, läuft. Ich bin jetzt gerade ein wenig überfordert. Was heißt überfordert? Nee, Doppel, keine Ahnung. Also irgendwie, nee, das ist, wo soll denn die blöde Sicherung jetzt sein? Da liegt nur ein Gewehr. Hier die Sicherung? Falsche Richtung. Diese falsche Richtung, Alter. Gib mir doch mal irgendwie. Und vielleicht in dem Auto hier. Sieht nicht so aus, oder? Wo könnte die denn noch sein? Da hier vielleicht. Naja, das ist auch nur der Baum. Ein Gewehr. Hier im Kamin, Scheißhaus, was auch immer das sein soll, ne, auch nicht. Aber irgendwo hier wird mir das Kreuz angezeigt. Ich weiß nicht, wo man hier diese Kacksicherung finden soll. Das ist doch... Hat echt nicht normal, oder? Also eigentlich lag die Sicherung immer in so einem... Ich sag mal Zelt oder so, aber... Hier war doch jetzt auch gerade keine, oder? Nee. Ja, vielleicht eine Sicherung. Nee, hier ist nur ein Lappen. Aha, lass mich raten. Hier ist die Kacksicherung jetzt drin. Ja, natürlich. Eine Sicherung. Ja. Sind ja nicht gerade eben hier vorbeigelaufen und haben, keine Ahnung, geguckt. Gott, ey. Oh ja, jetzt sind wir im Geschäft. Na, ja, das sollte klappen. Jo, dann... Warte, echt nochmal gucken. Ich traue meinem eigenen Gedönse nicht. Da ist kein Lautsprecher mehr dran. Da ist kein Lautsprecher mehr dran. Hier die Horde haben wir auch platt gemacht ohne Lautsprecher. Gibt es hier noch einen Laut? Ich mag nicht. Da ein Lautsprecher? Nein, da ist auch kein Lautsprecher. Denn ich mag gleich nicht wieder von irgendeiner Horde oder so überrannt werden und dann nicht mehr rauskommen. Übrigens genau, das ist das Stichwort. Wir laufen jetzt mal kurz zurück. Ich speichere mal schnell hier, bevor wir gleich sterben und den ganzen Mist wieder von vorne machen müssen. So, dann geht's jetzt an den Stromkasten. Drückt mir die Daumen, dass wir keinen Lautsprecher übersehen haben. Ach, kaputt. Ah, jetzt müssen wir erst noch reparieren. Super. Na dann. Ja, jetzt sind wir im Geschäft. Ja. Dann okay. Gehen wir doch mal eben hier rein, dann Türe zu. Und wir plündern mal hier. Ja, aber wir können ja nichts plündern. Doch, da ist noch. Ah, ein Neuro-Injektor. Genau das, was genau. Ich brauche. Das war jetzt, glaube ich, dann brauchen wir jetzt F für Konzentration. Nochmal dopen hier. Sehr schön. Neuro Control Punkt. Yep. Wizard Island. 700 Vertrauen. Das Ende der Welt. 67% Ziel. Ich muss so viele Neuro-Informationen wie möglich sammeln und herausfinden, was hier draußen passiert ist. Als alles den Bach runterging. So. 67% haben wir davon ich hatte erst. Ich immer Probleme, mich zu konzentrieren.
So, dann, da ist das Bett, ja, aber nein, ich wollte ja hier den... Ein Mikrorekorder. Hallo. Genau, hören, was die hier erzählt haben. Also, wir hören uns jetzt an, was auf dem Rekorder ist. Schlechte Idee. Ich habe noch keine schwimmenden Freaks gesehen. Ich hoffe, du hast es geschafft, Marty. Ja, der Frau kann man es nur wünschen. Aber warum die Miliz hier irgendwie alles Mögliche platt macht? Keine Ahnung. Aber wir schlafen jetzt erstmal ein Ründchen, nicht wahr? So, den Bunker haben wir gefunden. Den Nero-Außenposten haben wir gemacht. Ich glaube, wir können dann jetzt so langsam aber sicher zurück ins Camp. Natürlich mal ausgeschlafen. So, das Ding ist voll. Naja, gut. Jo, also auf zum Motorrad. Wir hatten Gott sei Dank auch keinen. Oh, da oben. Hallo, ich möchte gern, danke. Den Schrott mitnehmen, wollte ich gerade sagen. Ist leider nur einer geworden, aber egal. Wir haben gelernt, Annäherungsbomben herzustellen, Attraktorbomben und Rauchbomben und ja. Ach nee, da läuft schon wieder so eine. Ich schrei mal alle zusammen, Frau, rum. Ich will hier nur noch weg. Obwohl, hier sind gerade irgendwie... Ich weiß nicht. Schwärmerohr, okay. Hier muss irgendwo noch ein Schild sein. Könnten wir natürlich auch direkt mal mitnehmen. So, ich stelle mal kurz das Moped hier ab. So, wir laufen mal kurz hier hin. Das ist keine Höhle, ne? Nee. Aha, die lautlosen Fälle. Ja, so lautlos sind die aber nicht. Irgendwo da war doch gerade... Da war gerade irgendwo ein... Fragezeichen. Ich wollte gerade Dreieck sagen. Kurz, hallo. Ein paar Blümchen pflanzen. Oh, Pflanzen. Meine Güte hier. Ernten. So. Da ist das Fragezeichen. Ich gehe jetzt einfach mal gucken. Ich bin neugierig. Nein! Ja, fuck! Blut. Okay. Was haben wir hier? Blut haben wir hier. Weiter geht's. Oder was auch immer. Wir laufen jetzt einfach mal wieder blindlings irgendwo vermutlich. Wow. Du Drecksau.
in eine Falle. War mir schon wieder klar. Ich muss mich genau umschauen. Ja, aber was genau suchen wir schon wieder? Oh, ey, das ist doch... Moment, da... Halt, da waren Fußspuren. Die gingen aber... Wo gingen die denn jetzt hin? Hier lang, glaube ich, ne? Oh, ich habe da noch eine Blutspur. Okay, mal sehen. Was ist hier los? Geht doch. Hier lang. Da kommt noch einer. Sind die hin ins Haus? Ich glaube. Ach, da ist noch einer. Oh, was zum Teufel? Das sollte ich mir mal anschauen. Da ist irgendwas. Hundespielzeug. Was für ein Hundespielzeug? Bin ich jetzt hier rein oder was? Leute, ernsthaft? Aber okay. Wir haben ein Hundespielzeug gerettet. Das war's jetzt? Echt? Ja. Ist was. Ist auch nicht schlecht. Gut. Aber ich weiß gerade nicht, was das mit den Blutspuren so dann auf sich hatte. Hört sich an wie ein Quetsche-Entchen. Da ist. Ja, es erinnert einen doch dran, dass bei so einer Katastrophe auch immer wieder Kinder mit involviert sind dann. Ja. Ich denke mal, wir laufen jetzt zum Moped und dann jetzt erstmal zurück in unser Lager. Da gibt's Frischfleisch. Oh ey. Was? Ich hab dem nur den Helm abgeschossen, das läuft. Drecksack. Klar haben wir jetzt Spaß. Ich hab dich erschossen, hab jetzt den Spaß, dich zu plündern und deine Maschine. Was ja eigentlich eher Arbeit ist und nicht Spaß, aber es ist schon geil. Wir schießen das erste Mal auf den, wenn er auf uns vorbeikommt und schießen ihm nur den Helm ab. Genauso war das geplant. So. Sehr schön, ein Schrott nur. Ein bisschen. Oh oh. So, sehr schön. Die haben wir schon nachgeladen. Ich hoffe nicht, dass der Zombie da noch lebt oder der was auch immer. So. 2 Pistole, 3 Präzision und 20 Sturmgewehr. Ach du Scheiße, der sieht aber auch nicht aus wie ein Cop, oder? Ja, vielleicht hat das Polizeiauto gefunden und ja. Aber hatten wir hier nicht gerade irgendwo ein Hirschen erlegt? Ah, da unten. Ein Prachtexemplar. So. Kurz gucken, halt. Ist das nicht auch so ein Nero-Ding?
Ach, okay, das war dieser hier an der... Ah, alles klar. Den hatten wir schon irgendwie. Ich dachte, das wäre jetzt ein neuer, ist er aber nicht. So, dann jetzt zurück zum Moped. Sorry. Erstmal zurück zum Moped und dann zum Lager. Oder hatten wir jetzt noch was zum Gucken hier? Nee. Was ist das? Ein guter Soldat. Jetzt so wie war zurück, okay. Da ist denn ihre Forschungsanlage. Nee, da nicht eben auch schon? Och Mann. Die Hinweistafel nehmen wir jetzt nicht. Wir fahren jetzt sofort zurück zum Lager. Warum ziehen wir jetzt? Halt, ich muss jetzt gucken, was habe ich denn da markiert anscheinend? Ich habe keine Ahnung, warum. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum wir da was Weißes hinter uns herziehen. Wow, falsche Adresse. Was haben wir denn da angeklickt, dass wir da jetzt... Uah. Alter, dann hätten wir doch gerade eben abbiegen können. Das ist jetzt, ja. Tut mir leid, ich brauche Nahrung fürs Camp. Auch wenn ich eigentlich nicht so für die Miliz bin. Eigentlich wäre ich eher so fürs richtige Militär, aber das scheint es ja nicht zu geben. Nero ist ja auch nicht wirklich das richtige Militär, wenn ich das so im Kopf habe. Von daher weiß ich nicht wirklich, für was ich mich hier entscheiden würde. Aber so Milizen sind halt, ja, weiß ich nicht, nicht wirklich richtiges Militär und... Da wird gekämpft. Wer schießt? Gegen wen? Warum? Wow! Scheiße. Wow, Alter! Mach doch nicht sowas. Mal ganz ehrlich, wie kann man so... hirnrissig sein, ein Milizlager anzugreifen? Das frage ich mich gerade. Das Tor, Moment. Medikit. Das ist ein Medikit. Komm, dann nehmen wir das doch mal. Das hatte die Dame nämlich hier gerade. Dann können wir das doch hier von ihr mitnehmen. So. 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 Hey, da ist jemand am Tor. Ja, ja, lass mich erstmal mein Moped wiederholen. Ja, danke. So. Das hätten wir dann jetzt mal so geschafft. Ernsthaft? Der Mistsack da. War das doch keiner von meinen. Ich hatte nämlich die Vermutung... Ich habe erst gedacht, es wäre einer von meinen Leuten gewesen, weil der ja hier Richtung unser Lager weggelaufen ist. So Richtung Schießstand habe ich gedacht, naja gut, der gehört zu uns. War aber dann doch nicht der Fall. Ja, ich weiß, das Tor... Hm? Elektrischer Zünder, Inventar voll, was, wo, hä? Keine Ahnung. Das Tor auf. Er gehört zu Curry. Aufmachen. Genau, mach auf, lasst mich endlich rein. So, jetzt muss ich gucken.
Ich muss jetzt erstmal. Erstmal gucken wir jetzt hier. Wir geben jetzt hier erstmal die Beute ab. Bist du neu hier? Ich geben wir hier die Beute ab. Deacon St. John. Bist du die Beutehändlerin von hier? Ja, genau. Wir freuen uns über jeden, der hilft, die Gegend sicherer zu machen. Gut. Nee. Das ist nur das kleine Camp, wenn ich das sehe. Richtig sehe. Da ist das große Camp. Ich glaube, wir sollten dann eher die Sachen im großen Camp abliefern. Bin mir aber auch nicht sicher. So, warten Sie. So. Captain, ich habe Ihren Mann gefunden, Anderson, und wie Sie sich dachten, er hatte sein Abzeichen noch. Er ist tot? Naja, sagen wir mal, er hat sich mit einem Rudel Wölfe angelegt, bevor ich ihn aufgespürt habe. Ja. Passendes Ende für einen Mörder und Dieb. Ja, Sir. Danke, Corporal. Wegtreten. Jojo, this is a story job erledigt. Sehr schön. Diamond Lake, 2750 Vertrauen. Kopfgeldjäger. Kein Job verfügbar. Okay. Da kann man den Freaks davonlaufen, wenn man schnell genug ist. Das jetzt? Schnellreise nicht möglich, da ich am Ziel bin. Okay. Ja, darum ging es mir auch gar nicht. Ich wollte eigentlich. Dann gehen wir jetzt mal dahin. Weiß aber immer noch nicht, was das ist. Und da ist übrigens immer noch. Da ist auch noch. Eine Neuroforschungsanlage, da ist noch eine Neuroforschungsanlage. Wie kann ich da hinkommen? Das ist ja gerade mal voll interessant. Möchte ich gleich als nächstes irgendwie. Ja, die nehmen wir als nächstes. Dann kommen wir eh durch unser Camp. Es ist. Der Ausgang war aber hier, also erstmal hier raus. Dankeschön. Ach, okay, jetzt weiß ich, warum sie es vielleicht angegriffen haben. Das war nur das kleine Außencamp. Das war gar nicht unser großes Lager. Oh, der nervt auch so ein bisschen. Ich hör doch ein Bike. Sag mir, dass du nicht da draußen bist und einen Drogenschmuggler suchst. Okay. Dann sag ich's nicht. Ist aber so. Gott verdammt, Taylor. Du wirst dabei draufgehen. Nein, Mann. Hey, ein paar von denen sind in Highway hoch. Highway 97? Hey, es war ja Tag. Bestes Wetter. Ich hab einen Sieg gesehen. Bitte nochmal. Es war ja Tag. Bestes Wetter. Hab nicht einen Freak gesehen. Da ist eine Gruppe. Männer, die sind hoch zur Skihütte. Wusstest du überhaupt, dass hier eine Skihütte ist? Ich nicht? Taylor. Und die sieht wirklich toll aus. Sollte ich mich irgendwann absetzen, dann will ich dahin. Shit, ich muss weiter. Sie halten bei einem anderen Camp. Taylor Ende. Taylor. Toll. Taylor tot Taylor? Nachher. Ach, verdammt, der Typ läuft noch in sein Verderben. Ja. Jetzt habe ich dich. Wen haben wir wo? Warum schon wieder? Irgendwo hier geht jemand hoch. Deacon oder so. St. John und Captain Curry. St. John und Curry, kommen. St. John, ich sprach gerade mit dem Colonel. Er teilt sie der Forschungsabteilung zu. Captain, Forschungsabteilung, ja, so kann man es wohl nennen. Ich helfe alle? Lieutenant Weaver und Lieutenant Whittaker. Gut. Sag mal. Okay, wie war das? Gut. Irgendwie habe ich gerade hier. Jede Hilfe gebrauchen. Ich weiß nicht, ob ich wirklich helfen kann. Ich bin eher der Botenjunge für Sie und deshalb wollte ich Sie auch sprechen. Lieutenant Whittaker hat per Anforderungsschein. Lieutenant Whittaker hat per Anforderungsschein Hefe bestellt. Hefe? Einen Moment. Unsere Patrouillen sind in der ganzen Region unterwegs. Wenn Sie auf etwas
das potenziell Wertvolles stoßen. Verzeichnen Sie es. Ja, hier. Hefe und andere Backzutaten wurden in der Küche des Crater Lake Besucherzentrums gesehen. Kennen Sie das? Ja, das finde ich. Viel Glück, Corporal. Curry Ende. So, Dille. Dann schauen wir jetzt erstmal hier. Keep out explosiv. Aha. So, ja, hier ist jetzt einiges, was wir irgendwie so. Da ist Colonel Garrett. Keine Ahnung, da ist noch irgendwas. Egal. So, wir schauen jetzt erstmal dann bei Gelegenheit, aber das dann erst in der nächsten Folge, dass wir die Klamotten hier verkauft kriegen. Schauen uns mal ein bisschen im Camp um. Und ja, wie ihr seht, ist die halbe Stunde auch schon um. Von daher würde ich jetzt erstmal sagen, wir machen erstmal hier Feierabend und schauen uns dann in der nächsten Folge hier ein bisschen um, verkaufen das Zeug, was wir alles haben und so. Und ja, bis dahin wünsche ich euch viel Spaß, bleibt gesund und vielleicht bis zum nächsten Mal. Würde mich freuen. Bis dahin, ciao, der Falli.